Ja, viele, die den Kanal hier von mir verfolgen, die wissen, dass ich zurzeit in so einem persönlichen Experiment hier stecke mit meinem Tesla Model 3, 60 Kilowattstunden LFP-Akku und den auch bis jetzt nach jetzt knapp 4 Monaten noch nicht auf 100% geladen habe und bin der Empfehlung von Tesla auch noch nicht nachgekommen. Dadurch, dass ich Scan My Tesla benutze, sehe ich also viele Dinge und immer wieder Werte, die natürlich auch schwanken. Und wir wissen auch, dass es hier im Prinzip ein anderer Akku ist, als den wir, ja, ich sag mal, vor ein paar Jahren eben gehabt haben. Den NMC-Akku, also den mit dem Nickel-Mangan-Kobalt, sondern ist halt ein LFP-Akku und wir wissen, dass da die Spannungskurven flach sind und dass es das alles ein bisschen schwieriger ist, hier auch vielleicht Reichweiten anzugeben und überhaupt. Und ja, ich wollte mich einfach mal auf dieses Experiment einhalten, weil eins muss man mal einlassen, pardon, aber eins muss man mal ganz klar an dieser Stelle eben auch festhalten. Oder vielleicht vorweg noch, also vielen Dank auch für die ganz vielen Kommentare, die von euch gewesen sind und die sich hier wirklich daran beteiligt haben und sich auch Sorgen machen, die sagen, Jörg, du musst aber auf 100% laden, weil dann ist der Akku nachher kaputt und dann hast du nachher keine Garantie mehr, du verlierst die Garantie und naja und so weiter. Also wie gesagt, da wird sich viel Sorge gemacht auch von euch da draußen. Also vielen Dank nochmal dafür, ganz klar, also positives Feedback. Es gibt aber auch Stimmen, also eine Stimme weiß ich zum Beispiel aus der Schweiz, da ja war jemand, der den Kommentar losgelassen hat, hat gesagt, hör mal Jörg, ich glaube, das ist richtig, was du da machst. Geh mal lieber nicht auf 100%, so auf 99 oder 98 kannst du gehen oder 95, weil wenn du auf 100 gehst, dann sehe ich hier die 3,7 Volt und dann wird der Akku gestresst. Bei 100% wird der Akku gestresst, und das ist nicht gut. Und ich glaube, Jörg, du machst das da genau richtig und so. Ja, die Frage ist immer, wo ist jetzt richtig und falsch? Vielleicht liegt irgendwo die Wahrheit in der Mitte. Tatsache ist auf jeden Fall, ich werde das Experiment auf jeden Fall jetzt mal weiterführen. Werde dann vielleicht mal nach einem Jahr mal auf 100% laden und mal gucken, wo stehe ich da. Es gibt den Steven von der Tesla Crew jetzt, der hat ja seinen Akku jetzt ausgelesen nach 40.000 Kilometer, soweit bin ich ja hier noch nicht. Hat dann seine Degradation bekannt gegeben und hat auch viele Sachen auch gezeigt an technischen Informationen. Das fand ich auch ganz gut. Der kam nach 40.000 Kilometer so auf 3% Degradation. Und das wäre ja mal spannend, wenn jetzt jemand so wie ich jetzt dann wäre, der vielleicht ein Jahr lang überhaupt noch nie auf 100% geladen hat, oder vielleicht auch nach 2 Jahren, dass er, wenn er dann mal auf 100% lädt, was dann zum Beispiel die maximale Reichweite eben noch ist und was dann da angezeigt wird, das ist zum Beispiel eine Sache, die mich persönlich dann wirklich brennend interessiert. Und deswegen werde ich das Experiment so lange fortführen, wie ich nur kann. Und am Anfang habe ich ja auch gesagt, komm, ich breche das ab oder es wird mir hier zu heiß, weil ja der Energy Buffer teilweise sehr hoch gestiegen ist. Ich muss aber sagen, dass dieses exorbitant Ansteigen des Energy Buffers hat sich nicht ergeben. Hat sich nicht ergeben. Der ging mal auf 10 Kilowattstunden, dann ging er mal wieder runter auf 5, dann ging er auf 7, dann war er wieder auf 6 und auf jetzt ist er wieder auf 10. Ich zeige es euch jetzt gleich. Also es ist ein Hin und Her. Ich hatte teilweise auch mal eine Degradation von schon 6%, wo ich dachte, uiuiui. Und jetzt gerade im Moment, deswegen mache ich auch das Video, sind wir bei 1,5% wieder Degradation nach 5000. Also es schwankt auch permanent. Und ich denke mir mal, Tatsache ist auf jeden Fall, dass ich natürlich, wenn ich den Akku nicht auf 100% lade, den nicht stresse. Das denke ich schon. Und was für mich super spannend bleibt, ist, was ist in 2 Jahren, in 1,5 Jahren, wenn ich dann mal auf 100% gehe und das dann mal vergleiche, wo stehen wir dann? Habe ich dann wirklich was richtig gemacht? Und sehe ich dann mehr Kilometer? Oder habe ich was falsch gemacht und ich sehe viel weniger Kilometer als andere? Oder sehen wir vielleicht das Gleiche und es ist alles vollkommen egal, was man macht? Aber Tatsache ist auf jeden Fall eins. Die Garantie, die kannst du nicht verlieren. Du kannst die Garantie nicht verlieren, wenn du nicht auf 100% hier lädst. Das geht nicht. Weil, lass mal ehrlich sein, das ist eine Empfehlung. Hier steht nicht, du musst auf 100% laden, regelmäßig. Wenn du das nicht tust, verlierst du deine Garantie. Das steht hier nicht. Hier steht nur, du kannst es machen. Oder wir empfehlen dir das. Aber nicht mehr und nicht weniger. So, deswegen kann hier jeder, egal wer, ich, du, er, sie, es, kann hier machen mit dem Akku, was er will. Das heißt, er kann laden, wann er laden will, und er kann auch nicht laden, wenn er nicht laden will. Und was weiß ich was. Er kann auf 100% gehen, er kann auf 90 gehen, er kann auf 70 gehen.
Der kann auf 10 runterfahren, auf 0 runterfahren und lädt wieder auf 50, lädt wieder auf 80 und geht wieder runter auf 10. Und der lädt so, wie er gerade Zeit hat und wie er Lust hat. Und nicht, wie das Tesla sagt, sondern er lädt so, wie er das will. Und da kann nicht der Akku kaputt gehen. Und es kann auch nicht sein, dass er keine Garantie mehr hat. Das kann nicht sein. Und es kann auch nicht sein, dass sich dann irgendwas verstellt, wo der vielleicht dann liegen bleibt, nur weil er das nicht gemacht hat. Oder sonst irgendwas. Das heißt, die Akku hier, in jedem Auto, Tesla in jedem, muss idiotensicher sein. Das ist meine Meinung. Muss idiotensicher sein für jeden. Weil man kann von keinem erwarten, dass er so technikaffin ist und darauf aufpasst. Das ist ähnlich wie beim Tanken. Ich mache den Wagen voll und wenn er dann halb voll ist, dann mache ich halt noch was rein. Oder wenn ich kurz davor, also ich tanke so, wie ich will und nicht, wie mir das einer vorgibt. Die Frage ist, was natürlich am Ende rauskommt. Und das will ich wissen. Ich will wissen, was passiert, wenn jemand die Empfehlung eingeht. Und da muss ich euch danken, denn ich kriege immer viel Feedback. Bei mir sieht es so aus, bei mir sieht es so aus. Und vergleichen wir können ja mal vergleichen, dann irgendwann mal nach einem Jahr oder zwei Jahren, wenn ich da mal auf 100% lade, dann können wir mal vergleichen. Und dann können wir, glaube ich, erst sehen, was Sache ist. Und jetzt ist zum Beispiel wieder sehr interessant, denn wir sehen jetzt hier, dass ich beim Fullpack Venue 60,5 habe und habe jetzt nominell Fullpack 59,6. Das sind 1,5 Degradationen. Nicht mehr, nicht weniger. Hier von 439 auf 426. Das sind 3% Degradation. Ja, was stimmt denn dann jetzt? Also Tatsache ist auf jeden Fall, hier oben Energy Buffer ist zurzeit wieder relativ hoch. Aber hier die Anzeige ist wieder relativ dicht beim Fullpack Venue. Was ich damit sagen will ist, dieses Nominal Fullpack, das hatte ich eine Zeit lang jetzt ganz tief unten mit 6, 7, 8% Degradation, wo jeder denken würde, huiuiui. Ich hatte eine Kilometeranzeige von 410 erreichbaren Kilometern noch. Also weit weg von den 439. Aber ist ja klar, ich lade ja nicht auf 100%, ich bin ja irgendwo dazwischen. Natürlich kann sein, dass er so ein bisschen die Orientierung verliert, mag ja sein. Wobei es eben nicht nur die Spannung ist, nach der er geht, das BMS, sondern er geht natürlich auch irgendwo nach der Stromkennlinie. Das muss er natürlich auch, das wird er auch machen. Er wird beides benutzen. Und dahingehend kann er grundsätzlich, wie gesagt, die Werte schwanken. Ich sehe das hier jeden Tag, die schwanken. Aber es passiert nichts. Es passiert mir nichts, dem Akku nichts, es ist alles gut. Und ich werde das mal weitermachen. Und ich bin wirklich total gespannt wie ein Flitzebogen. Was ist mal, wenn ich mal irgendwann auf 100% gehe? Und das dann mal vergleichen. Das wäre spannend. Und wenn es dann so sein sollte, dass ich vielleicht, stellt euch mal vor, ich habe 40.000 Kilometer runter, nur mal angenommen, und ich gehe auf 100%, ich mache das 2-3 Mal, kalibriere das Ding bis auf die Spitze aus, mal runter, mal rauf und richtig schön so, ne, wie man es machen sollte. Und der zeigt mir dann 439 und der zeigt mir dann zum Beispiel an 437. Dann muss man doch ganz ehrlich sagen, hör mal, Jörg, Glückwunsch. Das hast du gut gemacht. Wenn er aber dann anzeigt, 380 Kilometer und alle anderen, die das anders gemacht haben, haben dann vielleicht noch 430 und haben nur 9 Kilometer verloren, dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann habe ich was falsch gemacht vielleicht. Dann hätte ich es vielleicht nicht machen sollen. Dann wisst ihr aber alle da draußen, dann habe ich das für euch dann gemacht, dass man sich tatsächlich doch danach halten sollte. Und das könnte man als Fazit dann auch vielleicht ziehen. Müsste man dann aber jetzt erstmal mal abwarten. Ne? Und das ist das, was ich rausbekommen will. Weil es waren auch ein paar Kommentare, die sagen, Jörg, was willst du überhaupt rauskriegen? Ja, das will ich rauskriegen. Das ist das, was ich rauskriegen will. Stehe ich dann nachher da wie der Bedepperte? Oder stehe ich dann vielleicht als kleiner Glückspilz da? Oder vielleicht der das Auto natürlich auch dann kaufen würde, an den ich es dann weitergeben würde. Ja, weil ich vielleicht an der Hardware 4 interessiert wäre, die ja jetzt am Ende des Jahres kommt. Wer weiß. Der Jörg hier aus Darmstadt. Macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.